Spätestens seit der Finanzkrise ist die US-Notenbank und sind andere Notenbanken der Freund und Helfer der Aktienmärkte. Man wollte die Wirtschaft oben halten, wollte die Wirtschaft retten und hat damit Liquidität ins System gepumpt. Diese Liquidität wiederum hat den Aktienmärkten geholfen. Die Investoren haben das kapiert. Sie haben gesehen, oh, da ist ein Sicherheitsnetz unter unseren Hintern gespannt, wenn wir uns da investieren. Was soll da schiefgehen? Da kann nichts schiefgehen und man hat jeden Dip gekauft und im Endeffekt damit Recht bekommen. Und jetzt denken natürlich viele, oh, das Ganze geht so weiter, das ist ein Naturgesetz. Das denken vor allem jene Investment-Genies, die vielleicht seit 1, 2, 3 Jahren dabei sind und noch nie einen Bärenmarkt erlebt haben. Die denken sich, ich bin genial, ich bin der Größte, ich habe das Spiel kapiert. Und die werden weiterhin glauben, buy the dip, und sie werden weiterhin vor allem daran glauben, dass diese Werte, die durch die Liquidität der Notenbanken nach oben gespült wurden, weiter steigen werden, weil sie nicht erkennen, dass jetzt sozusagen wir einen Regime-Change haben, eine Änderung des Drehbuchs, wenn man so will, wo eben das, was durch Liquidität vor allem nach oben gespült wurde, unprofitable Tech-Unternehmen, sehr, sehr teure Tech-Unternehmen, Meme-Aktien, Kryptowährungen, dass diese Dinge jetzt eben durch den absehbaren Entzug von Liquidität unter Druck kommen werden, sodass die Fed vom Freund der Aktienmärkte eher zum Feind der Aktienmärkte werden wird. Das gilt nicht für alle Bereiche, für Banken etwa dürfte das eine gute Sache sein, aber eben für die angesprochenen Sektoren und Assetklassen dürfte es eine schlechte Entwicklung sein, und das werden wir im Jahr 2022 sehen. Weil die Fed zu lange versäumt hat, auf die Bremse zu treten, muss sie jetzt eine Vollbremsung einlegen, selbst wenn vielleicht der Hochpunkt der Inflation jetzt erreicht sein könnte. Kann sie da nicht anders, als jetzt eben den vorher versäumten Bremsweg nachzuholen, und das werden wir zu spüren bekommen. Natürlich können sich solche Werte, die davon besonders negativ betroffen sind, jederzeit in technischen Erholungen wieder erholen, gar keine Frage, aber das dürfte dennoch das übergeordnete Muster sein. Schauen wir uns mal etwa diese Formulierung an. Fast alle Mitglieder der Fed gestern aus dem FOMC-Protokoll halten es für angemessen, mit der Bilanzreduzierung zu beginnen. Und nachdem der erste Schritt der Zinsanhebung passiert ist. Also dieser explizite Wille zur Bilanzreduzierung ist das, was die Märkte gestern unter Druck gebracht hat. Das hatte man so scharf nicht erwartet. Und normalerweise ist das nicht gut für risky assets, wie hier Andreas Steno Larsen schreibt. Wenn man jetzt normale Zinsanhebungen hat in einer Situation, wo die Wirtschaft weiter gut läuft, ist das gar nicht mal schlecht für Aktienmärkte. Aber dieses Quantitative Tightening, also dieser Entzug von Liquidität, ist das, was nicht so wirklich schön ist. Und so hat George Saravelos von der Deutschen Bank richtigerweise gesagt, wir haben schon lange argumentiert, dass im Jahr 2022 der echte Härtetest für die Märkte kommt, nämlich wenn es um die sogenannten Real Yields geht, also die realen Renditen mithin, also Renditen minus Inflation. Da werden wir sehen, wie resilient der Markt wirklich ist. Und schauen wir uns mal diese realen Renditen an. Das ist ja das, vor allem das Argument der Bullen, die sagen, ja, guckst du auf die realen Renditen, also eben das, was etwa am Anleihemarkt minus Inflation zu erzielen ist, das ist ja massiv negativ. Also, was werden wir tun? Wir kaufen Aktien, um dieser finanziellen Repression der Notenbanken zu entkommen. Wir sehen aber jetzt, dass heute zum Beispiel eben diese realen Renditen so wenig in Anführungszeichen negativ sind wie seit dem Jahr 2020 nicht mehr. Wir sehen also, dass dieser Trend hingeht zu weniger negativen Realrenditen am Anleihemarkt, eben weil die Renditen am Anleihemarkt steigen, und das ist eben jetzt nicht so richtig gut für die Argumentation der Long-Only-Freaks, der Stocks-Always-Go-Up-Fraktion, die wahrscheinlich lange Zeit noch mit diesem Prozess hadern wird, das nicht wirklich zur Kenntnis nehmen will, aber such is life. Hier sehen wir eben diesen Zusammenhang, ich hatte diese Grafik von Lance Roberts oben schon öfter gezeigt,
zwischen Bilanzsumme der FED und eben den S&P 500. Und hier diese Optionen der FED, was man tun kann, das läuft wohl auf die sogenannte Atombombe hinaus, nämlich auf Selling Treasuries oder beziehungsweise überhaupt nicht mehr die auslaufenden Anleihen weiter im Depot zu halten und dadurch eben Stück für Stück runterzukommen von dieser hohen Bilanzsumme. Warum ist das für die Fed jetzt so wichtig geworden? Die hat angedeutet, dass man sogar über die Bilanzsumme das eigene Ziel, nämlich die Inflation zu bekämpfen, besser erreichen kann als über Zinsanhebungen. Und warum ist das so? Das will ich kurz mal zeigen, aber zunächst auf die Reaktion auf das gestrige FOMC-Protokoll verweisen. Das ist die negativste Reaktion on record, also praktisch, und das betrifft jetzt nur hier den S&P 500, der knapp 2% gestern gefallen war, der Nasdaq ja weit über 3%, auch der Russell 2000 über 3%, also das war schon ein ziemlicher Abverkauf. Und jetzt haben viele natürlich die Hoffnung und sagen, ja, also die Fed, die blufft nur, die bellen, aber sie beißen nicht. Das ist jetzt auch wieder so ein Standardsatz, den ich immer wieder lese in Kommentaren. No, Sir, und da ist leider die Sachlage ein bisschen anders, solange die Inflation eben hoch ist. Und das hat Mohamed El-Elian ganz klar gesagt in einem Interview mit Yahoo Finance. In den alten Tagen, so sagt er, konnte die Fed eben solche U-Turns machen. Erinnern wir uns an Jerome Powell, Dezember 2018, Autopilot, Bilanzreduzierung, Märkte 20% runter. Anfang Januar habe ich nicht so gemeint. Das ist sozusagen ein Beispiel, ein paradigmatisches Beispiel für das, was die Fed damals gemacht hat, wenn eben dann die Märkte korrigiert haben. Solange die Inflation kein Problem ist, und das war sie damals nicht, konnte man das tun. Jetzt aber ist die Inflation ein Problem. Jetzt kann man es nicht mehr tun, denn wenn ich jetzt wieder praktisch das alte Schema auflege, dann werde ich die Inflation nicht los, sondern dann werde ich die wahrscheinlich noch verschärfen. Und wir haben gesehen, in Sachen Inflation, ISM-Index, der ist sehr schwach gewesen heute, zumindest deutlich schwächer als erwartet. Und die Preise sind nochmal weiter gestiegen. Das war eigentlich anders erwartet worden. Und hier sagen eben die Firmen, hier dem ISM-Institute, dass wir nach wie vor Probleme haben mit Inflation, mit Supply Chain Disruptions, mit Capacity Constraints, mit logistischen Herausforderungen und Shortages of Labor and Materials. Und dass sich das ändert, nämlich diese Materialmangel, Lieferengpässe, vor allem aber, dass jetzt die Arbeitskräfte billiger werden, das ist alles nicht sehr, sehr wahrscheinlich, zumal wenn in China und das passiert, was sehr wahrscheinlich passiert, nämlich dass wir weitere Lockdowns sehen, damit die Lieferengpässe und Materialmangel verschärft werden, dann gibt es eigentlich da keine Chance, dass das wirklich bald sich ändern wird. Also gibt es auch sehr wenig Chance aus meiner Sicht, dass die Fed bald umsteuern wird, selbst wenn die Märkte mal 20% verlieren sollten. Wenn wir jetzt mal sehen, der S&P 500 derzeit so bei roundabout 4.700 Punkte, 20%, dann wäre er immer noch deutlich höher, als wir etwa im Jahr 2018 gewesen sind. Wir haben einfach eine massive Übertreibung, vor allem in einigen Sektoren, erlebt. Und wenn man die zurückbildet, ist das wahrscheinlich die einzige Chance, wieder, naja, einigermaßen in die Spur zu kommen. Es ist jedenfalls keine Lösung, diese Exzesse noch weiter anzuheizen. Das scheint mir klar. Und warum ist die Fed jetzt besonders besorgt über Inflation? Einer der zentralen Fakten oder Faktoren ist die Miete, sind also die Kosten, die die Amerikaner haben. Und Miete ist ja für die Leute normalerweise der größte Batzen, den sie im Monat haben. Und man fürchtet seitens der Fed, dass diese Mietpreisentwicklung eine Gefahr ist, dass diese Vermögenspreise, dass die Hauspreise immer weiter steigen, sodass sich keiner mehr das leisten kann. Die Fed hat ja mit ihren Käufen der sogenannten Mortgage-Backed Securities dazu beigetragen, dass diese Entwicklung so passiert ist. Jedenfalls versucht man jetzt eben über die Bilanzsumme zu agieren und das Ziel der Fed ist eine Versteilung in der Zinskurve. Man will also, dass die länger laufenden Anleiherenditen sich wieder deutlicher unterscheiden von den kürzer laufenden Anleiherenditen, auch weil man weiß, dass eine Invertierung dieser Laufzeiten, also wenn die längeren Laufzeiten, so muss es heißen, unter den kürzeren Laufzeiten rentieren, dass dann jedes Mal eine Rezession passiert ist. Und
Wir sehen, dass jetzt etwa die Rent Prices in den USA 18% gestiegen sind im Jahr 2021, von den Hauspreisen gar nicht zu reden. Und wir sehen, dass da schon durchaus etwas passiert ist, nämlich wir sehen, dass die sogenannten Mortgage Rates, also praktisch die Hypothekenzinsen, jetzt auf den höchsten Stand gestiegen sind seit mehr als einem Jahr. Jetzt etwa zahlt man für eine 30-jährige Mortgage Rate 3,22%, Tendenz weiter aufwärts. Wir sehen also schon, dass vor allem der Immobilienmarkt ein Problem bekommen könnte. Das ist dann auch vielleicht für den Bereich Real Estate als Sektor innerhalb des S&P 500 bedeutsam. Jetzt mal zu den Märkten. Morgan Stanley hat heute Folgendes gesagt. Wir haben 5 vorherige sogenannte Rate Shocks, also wo die Märkte so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt wurden, von der hawkischen Haltung der Fed. Und normalerweise fallen die Märkte dann mindestens mal 5% in einer ersten Reaktion. Der S&P sei jetzt erst 2% gefallen. Und die hat man dann nochmal unterschieden, solche Bereiche wie Crowded Longs, also praktisch da, wo alle drin sind, Expensive Tech, also sehr teure Tech-Werte, die haben noch eine gute Strecke vor sich. Und wir sehen, das sind eben diese Crowded Bereiche, da wo alle drin sind, da wo unprofitabel drin ist, aber trotzdem der Preis sehr hoch ist, das sind die gefährdetsten Bereiche in einem solchen Rate Shock, den der Markt zu verkraften hat. Wir sehen insgesamt, dass natürlich die Leute gehebelt sind, nach wie vor ohne Ende. Etwa Margin Debt, der höher ist jetzt als in der Dotcom-Blase, der höher ist als kurz vor der Finanzkrise. Wir sehen US Equity Leveraged Bets. Also die Leute sind gehebelt bis zum Get-No. Und das macht diese Situation gefährlich, übergeordnet gefährlich, wenn die Fed eben umsteuert. Zumal viele Leute wahrscheinlich das einfach nicht wahrhaben wollen und weiter rufen werden, buy the dip, buy the dip, gerade in den Sektoren, die vorher so großartig gelaufen sind, aber wahrscheinlich dann nicht mehr so großartig laufen. Und da ist also eine Menge Potenzial für Schmerz, gar keine Frage. Schmerzen haben auch vor allem aktive Vermögensverwalter, Active Fund Managers, nicht mal oder etwa jeder Vierte nur hat es geschafft, den S&P 500 zu schlagen im letzten Jahr, wie die Bank of America hier zeigt. Das ist keine tolle Quote, da kann ich gleich ein ETF nehmen, dann habe ich die Verwaltungskosten nicht eines Fonds. Also das ist natürlich auch eine Leidensgeschichte. Besonders gut sind ja Werte gelaufen, die Buybacks gemacht haben, die also ihre eigenen Aktien zurückgekauft haben. Etwa 40% der Performance des S&P 500 kommt durch diese Buybacks. Und meine These ist, dass durch diesen monetären Klimawandel, den wir jetzt erleben, es ist ja nicht nur die Fed, es sind viele andere Notenbanken, die auf Inflation reagieren und die Zinsen angehoben haben, dass wir also durch diesen monetären Klimawandel auch deutlich weniger Buybacks sehen werden. Damit also eine zentrale Stütze wegfällt der Aktienmärkte, vor allem eine zentrale Stütze für die 10 großen Tech-Werte, die ja die Könige sind in Buybacks, also in der Reduzierung des Aktienangebots, was die Preise dann für die Aktien selbst nach oben getrieben hat. Wenn wir heute mal auf das Anleihespektrum schauen, dann die 10-jährige US-Staatsanleihenrendite bei 1,74%. Wir sehen global gesehen, dass die negativ rentierenden Bonds wieder deutlich abnehmen, sind jetzt nur noch knapp über 10 Billionen. Das ist natürlich immer noch krass, aber die Tendenz geht hier ziemlich klar nach unten. Da könnten wir das hoch gesehen haben, weil schlichtweg die Inflation nicht so schnell weggehen wird. Selbst wenn wir da das Peak erreicht haben und dann langsam runterkommen, wird das strukturell so sein, dass die Inflation hoch bleibt. Deglobalisierung, Dekarbonisierung, also die grüne Wende und Demografie sind hier die Stichworte. Wir haben heute etwa die Erzeugerpreise in der Eurozone gesehen mit einem Anstieg von 23,7%, noch stärker als erwartet. Energiepreise 66% zugelegt im Vergleich zum Vorjahresmonat. Also auch hier waren wir wieder deutlich über der Erwartung, sowohl was den Vormonat als auch den Vorjahresmonat betrifft. Und heute kamen dann auch die Inflationsdaten aus Deutschland. Auch wieder höher als erwartet, 5,3%, eigentlich 5,1% erwartet, höchster Wert seit 1992. Das letzte Mal, als wir eine solche Inflation hatten, waren die Leitzinsen damals noch der Bundesbank bei 8,6%, wo die Leitzinsen der EZB sind. Das wissen wir. Heute etwa, vor allem die Energiepreise waren es ja, die das Ganze hier so ein bisschen nach oben getrieben haben. Heute hat Lindner gesagt, er verspricht, dass
gerade ärmere Familien einen Ausgleich bekommen für diese gestiegenen Energiekosten. Dennoch, wenn wir nochmal zu den Märkten zurückkommen, Goldman Sachs heute mit einer interessanten Idee, die ich teile. Da sagt man nämlich, ja, wir sehen europäische Aktien jetzt im Vorteil. Warum? Weil eben die Bewertungen in Europa nicht so krass sind wie in den USA und Bewertungen werden jetzt wieder eine Rolle spielen. Das ist gut für die Märkte, dass wir also wieder fundamentale Faktoren haben. Und fundamental ist Europa viel günstiger als die USA und man sagt eben, weil die europäischen Aktien vorwiegend aus dem Value-Bereich stammen, sind sie weniger rate-sensitive, also weniger zinssensitiv. Deswegen will man in Europa sich jetzt engagieren. Eine gute Idee. Wir sehen, dass der DAX sicher etwa deutlich besser hält als der Nasdaq zuletzt. Und all das habe ich heute so ein bisschen angerissen. Warum wahrscheinlich, selbst wenn wir Erholungen sehen in Tesla, in AMC, in GameStop, in ARK, also dem, diesem ETF meiner zweitbesten Freundin Cathy Wood, das wahrscheinliche Game Over ist, dass eben diese Liquiditätsassets, die entweder zu teuer sind oder wackelige Geschäftsmodelle haben oder schlichtweg in jeder Hinsicht überbewertet sind, dass diese Werte Probleme bekommen, während Value-Werte durchaus eine Chance haben, gut zu performen. Die Fed ist also nicht der Feind der Aktienmärkte insgesamt, wohl aber jener Sektoren und jener Bereiche, die besonders von der Liquidität profitiert hatten in den letzten Jahren. Diesen Artikel, meine Damen und Herren, empfehle ich zum Studium. Den werde ich unter dem Video verlinken und wünsche jetzt erstmal das Allerbeste und sage Servus und Ciao.